Wissen Sie, es ist ja so, dass die Studentinnen und Studenten, die Architekten, Architektinnen immer fast erstarren, wenn sie einen Baum sehen, oder? Weil das ist schön auf der einen Seite, ne? Auf der anderen Seite schränkt das ein und typische Erscheinung, also ist hier etwas, ist jetzt nicht wahnsinnig exquisit oder so, also das ist eigentlich ein gewöhnlicher Wald, man kann hier was machen. Ich denke jetzt nicht, man sollte einfach als erstes gehen und sagen, sogar im Kopf habe ich jetzt, mähe ich alle Bäume ab, aber es ist nicht jeder Baum heilig, der hier rumsteht, also dass man daran denkt. Also, das ist er war ganz klar der Chef von dem Triumvirat. Er hat auch den besten Kontakt gehabt zu den Studenten durch seine offene und freundliche Art. Wo der Peter und bei mir, wir sind dann ein bisschen steifer und so, vielleicht ein bisschen sturer gewesen. Aber das hat total gut zusammen funktioniert. Er war ein Macher, wirklich ein Macher, der mit den Händen auch angepackt hat. Und der ein sehr guter Lehrer war und hat können Studenten wirklich können motivieren auf eine sehr selbstverständliche Art motivieren, indem man es vorgelebt hat. Er hat nicht gesagt, du musst. Er hat gesagt, er zeigt, wie er es macht. Und durch das ist er auch sehr erfolgreich geworden. Also wenn er sich zu guten Arbeiten, die er akzeptiert hat, geäußert hat, dann hätte er sagen, bärenstark. Und es war dann wirklich total überzeugend gewesen. Und er hat das auch gemeint. Er hat ja so etwas Bärenhaftes auch gehabt, oder? Und das war seine volle Zustimmung gewesen. Da hat es noch ein anderes Wort gegeben. Das hat er einfach super lustig gefunden. Er hat gesagt, das ist affengeil. Wir haben dann schon teilweise erzählt, auch von Studenten oder so, dass Projekte dann eben bärenstark waren. Und dann hat er sich mal hochgelangt, wenn es irgendwie schlecht war oder so. Hat er gesagt, ah, wie kann man nur oder so. Eben also er ist ja relativ direkte Art, hat er gehabt, wie man andere Leute oder Studenten auch kritisiert. Und eben ich habe das Gefühl, dass er das auch sehr persönlich genommen hat, wenn jemand jetzt irgendwie nicht so ein gutes Projekt abgeliefert hat, weil er hat einfach so wahnsinnig hohe Ansprüche gehabt, auch an sich oder an den Berufsstand, dass er das so wie persönlich genommen hat, dass jetzt da jemand einfach so einen Seich abgeliefert hat. Das hat ihm einfach nicht wollen, in den Kopf gehen, wieso man jetzt das so machen kann. Oder? Das war natürlich schon auch so gewesen, dass er es nicht mit allen hat können. Also entweder ist es gut gewesen mit denen oder mit dem oder nicht. Und wenn es nicht gut gewesen ist, dann ist es wirklich nicht gut gewesen. Dann hat der Nächste machen, was er will. Dann ist es nicht gut gewesen mit dem Tier. Das war wirklich sehr ehrlich gewesen. Also wenn er gemerkt hat, das ist ein hoffnungsloser Fall, hat er es auch gesagt. Und das hat er auch verteidigt. Er hat auch so eine spezielle Körperhaltung. Er ist immer so im Stuhl gehockt, so wie ich jetzt hier hocke. Und dann irgendwie so oder hier. Sich so beschäftigt und dann hat er seine Pfeife im Mund gehabt und wenn er geredet hat, hat er sehr viel ein und nochmal Das ist so das Typische von ihm. Mit seinen Studenten da sind wir tagelang da in der Höhe oben gewesen und haben auf dem offenen Feuer gekocht und Raclette. Der Dieter hat den Raclette-Ofen erfunden mit uns. So, am offenen Feuer und er hat das unlässig gefunden und konnte lachen darüber. Das beste Raclette. Als wir Studenten waren, haben wir dann ab und zu auch Fester gemacht. Und dann ist es durchaus vorgekommen, dass der Dieter irgendwie zur Nacht um 12 Uhr auftaucht ist und ein Fest, das wir gemacht haben. Also er ist auch so ein... Also ich glaube, er hat einerseits hat er die Leute gerne gehabt, die Menschen sehr gerne gehabt. Er hat das Leben sehr gern gehabt. Er war so voll präsent gewesen. Er war so ein Schaffer gewesen. Ich glaube, der hat einfach nächtelang durchgeschafft und ist aber auch ist dann auch ein Fester gekommen und am Morgen war er wieder im Klassenzimmer gewesen. Also ist glaube ein wahnsinniger Krampfer gewesen auch. Also der hat aus dem Vollen geschöpft. Ich habe das Gefühl, in der Schule war vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen müde gewesen.
hatte ich den Eindruck. Ein bisschen auf der Schnur und so. Es ja. Ist nochmal so, frühestens um 9 Uhr gekommen, oder? Am Morgen war er total präsent und klar da gewesen, oder? Und wir auch, oder? Und wir waren auch manchmal sehr neugierig und gespannt, oder? Was kommt jetzt? Es ist vielleicht auch ein nicht ganz ein typischer Abend. Ich war bei der Familie Kienasch, aber es hat es halt schon gegeben, dass wir dann für einen Wettbewerb dann in letzter Minute haben wir am Sonntagabend ist die Familie zusammengesessen, sehr gemütlich bei beleidigten Brötchen und hat dann noch einen Plan koloriert und dann hat jeder ja, da mitgeholfen und hat es eigentlich sehr schön gehabt. Also es war eigentlich ein schöner Sonntagabend gewesen, einfach man hat noch ein bisschen geschafft und das war wirklich dann so ein Familienwerk gewesen. Also dadurch, es ist halt wirklich sehr eng verbunden gewesen, alles. Seine Pläne, oder? Die sind legendär, seine Zeichnungen. Also damals haben wir noch mit Tusch und Stift haben wir Pläne gezeichnet. Und er hat uns das Zeichnen sehr schön beigebracht. Wir haben dann, einige von uns haben dann ziemlich ähnlich können zeichnen wie er. Auch meine Pläne haben irgendwann ein bisschen ausgesehen wie Dieter Kienasch seine Pläne. Er hatte dann so eine Obsession mit seinen Plänen. Die haben dann alle in Pfauenblau hat man die koloriert. Das Pfauenblau, blaue Bäume. Das ist wunderschön, wenn eben die Bäume im Blau. Also, ja, das ist wirklich, er ist so wirklich nicht so wie alle anderen gewesen. Er ist wirklich, hat so seine eigene Vorstellung gehabt. Eben, niemand würde einen Baum blau anmalen. Das macht man eigentlich einfach nicht. Und das hat er gemacht und das hat einfach super ausgesehen. Also wirklich seine eigene Sprache und seine eigene, seine eigene Vorstellungskraft. Ja. Pfeife rauchen, das hat er eigentlich immer, hat auch nicht so Rücksicht genommen auf uns Kinder eigentlich. Also das hat auch ein bisschen dazugehört. Also hat auch im Büro hat es immer so einen mega Rauchschaden gehabt und dann hat man gemerkt, da wird gedacht, wenn er so genüsslich an der Pfeife gezogen hat, dann hat er überlegt. Und eben, wenn er einen Wettbewerb gewonnen hat, dann hat er sich, das war also seine grösste Freude gewesen, dann hat er immer selber sich dann eine neue Pfeife gekauft, hat sich dann eine ganz schöne ausgesucht. Und das hat er eigentlich nach jedem Wettbewerb hat er sich das gegönnt. Also er hat sich eigentlich nicht viel Luxus oder nicht viele Sachen eigentlich gegönnt, aber das ist jetzt etwas gewesen, was er sich gegönnt hat. Da hat er hat dann eine schöne Sammlung gehabt, weil er doch den einen oder anderen Wettbewerb gewonnen hat. Er hat mich zweimal mitgenommen auf die Bergtour. Einmal an den Bergsee Schien, das ist im Gössener Tal, also hinter zur Gössener Alp, und dort am Berg auf. Und ich hatte grausame Schiss gehabt, so vor Schwindel und von der Höhe. Und er hat mich dort absichtlich an eine mega spannende Stelle angeführt. Das war überhängend und über 200 Meter das Loch ab. Und dort haben wir müssen über so einen Spalt rein. Und er hat mir das vorgemacht. Dort haben wir nicht einfach können wie einen Schritt unter anderen machen, sondern wir mussten einen Schritt über und dann gerade wieder zurück. Also so, man hat die nur können in der Bewegung, oder? Die Stelle bewältigen. Und er hat mir das genau vorgemacht und ich habe das dann genau nachgemacht. Und das war ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Also eben da loslassen oder über und dann wieder zurück oder, und sich dann schon wieder heben. Aber der Moment, oder, so frei über dem Abgrund, oder, das war wunderbar gewesen. Da bin ich ihm ewig dankbar dafür. Dass ich das mal geschafft habe. Oder? Die Leidenschaft der Berge und das Jassen, das, sind so, das war so sein Ausgleich zum Arbeiten. Aber da, das hat er wirklich auch sehr, sehr gern. Und eben auch mit Leidenschaft. Er hat alles mit Leidenschaft gemacht. Eben mit Leidenschaft gejasset, mit Leidenschaft auch zu Berg gestiegen. Und das ist so. Ja, sehr ein leidenschaftlicher Mensch in dem Sinn. Also, ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was er uns Studenten wirklich auf den Weg gegeben hat. Und ich glaube auch etwas, was ich einerseits an meinen Studenten versuche, auf den Weg zu geben oder gegeben habe, aber auch bei uns hier im Büro Leidenschaft. Also, dass, wenn man etwas macht, machst du es leidenschaftlich. Und
Und das hat er uns eigentlich irgendwie vorgelebt, die Leidenschaftlichkeit. Er hat nicht extrem oft oder so gern im Garten geschafft, jetzt im Sinne von, er tut das Gemüsebeet anlegen oder irgendwie eben Rasenmähen. Das hat er eigentlich nie gemacht, sondern er hat auch gewisse Sachen sich nicht nähen lassen. Und das ist eigentlich eben der Hahn hat er immer geschnitten, die Topiäre hat er immer selber geschnitten. Das hat auch nicht der Gärtner dürfen machen, das hat er wirklich selber wollen machen, weil er hat dann selber die Form oder der Natur die Form wollen geben, die sie haben. Und das hat er sich eigentlich nicht nähen lassen. Oder eben das Gießen, die Kübelpflanzen. Wir hatten sehr viele Kübelpflanzen. Und das war etwas, wo er auch, wenn er mal Zeit hatte, hat er gesagt, das ist etwas, hat er mir auch immer gesagt, das ist etwas ganz Schönes und da muss man sich Zeit nehmen. Das braucht vielleicht 2 Stunden, aber das ist so intensiv. Jede Pflanze braucht unterschiedlich Wasser und da muss man angiessen. Und da schmeckt der ganze Garten, da kann man wirklich abstellen. Und das hat er sich auch nicht nähen lassen, dass er da wirklich ab und zu mal den Garten gegossen hat und dann auch ein bisschen in dem Garten versinkt quasi gedanklich und so ein bisschen eins wird. Mit all den Geräuschen und Gerüchen, die dann entstehen, wenn man Pflanzen gießt. Mein Vater war wirklich ein Schweizer. Er hat auch immer so von sich behauptet, ein Schweizer, ein bodenständiger, einfacher Mensch eigentlich. Und ja, der am liebsten da sich entweder im Garten oder da am See auch erholt hat und auch Kraft getankt hat. Sie waren die Ersten, die CAD eigentlich eingeführt haben. Das hat Peter Petschek eigentlich gebracht von Amerika und er hat das so eine tolle Idee gefunden und sie sind eigentlich das erste Büro gewesen, wo mit CAD geschafft haben und das ist das hat er eben er ist eigentlich nicht der Mensch gewesen, wo stillgestanden ist oder sich neue Methoden oder Ideen irgendwie dagegen gesträubt hat. Er hat das eigentlich alles immer aufgenommen und eben das sich verändern und mitgehen mit der Zeit, das ist ihm auch wichtig gewesen. Also das ist nicht man sieht es auch seine Entwürfe, die haben sich auch verändert. Da sind neue Materialien gekommen, das sind andere Themen sind zur Sprache gekommen. Und eben auch das CAD, das hat er gut gefunden. Mit dem Dieter ist wirklich eine neue Windows-Technik gekommen. Also genau mit seiner klaren Haltung, oder? Mit dem Spannungsbogen, den er aufgetan hat. Also eben Geometrie und Natur. Und das war wirklich ein neuer Wind gewesen. Und wir haben das Gefühl gehabt, wir erfinden hier neue Landschaftsarchitektur. Das ist über die Dieter hineingekommen. Und von ihm auch ganz stark vertreten worden. Und wir haben da sehr gerne assistiert, oder? Der Peter und ich. Nein, er hat da sehr viel verändert.